Herzlich willkommen, mein Name ist Frank Winkler und ich begrüße Sie zu einem ganz außergewöhnlichen Video. Die darin thematisierten Frequenztropfen Made in Germany konkurrieren mit keinem anderen Produkt. Sie spielen allein in einer eigenen Liga. Die Frequenzen sorgten auch bei uns in der Kurberater- und Kundengruppe durch inzwischen über 100 Tests und Erfahrungen belegt, per sogleich für eine Zellstressreduktion, verbesserte Zellkommunikation und Therapeuten berichten von beschleunigten Therapieerfolgen. Denn die ideale Zellfrequenz liegt, das bestätigen solide Fachquellen im Internet, bei rund 65 Hertz. Diverse äußere Umstände wie zum Beispiel elektromagnetische Frequenzfelder, also Strahlung, sorgen für Zellstress und damit für Störungen in der Zellkommunikation. Unruhe, Instabilität, Schlafprobleme und vieles andere mehr sind die Folge. Die Tropfen können auf dem Frequenzwege sofort den Zellstress herunterreduzieren und so die Zellkommunikation verbessern. Der Besserungsprozess geschieht also nicht über den klassischen Stoffwechselweg, also den Magen-Darm-Trakt, sondern per Frequenzübertragung. So kommt jene Ruhe in uns hinein, die uns dann sprichwörtlich wieder stabil im Leben stehen lässt, so wie es eigentlich sein sollte. Innere Ruhe, eine klare Ausrichtung, Fokussierung, höchste Konzentration und Tiefschlaf sind Attribute, die man auch dann wertschätzt, wenn man sich selbst als gesund erachtet. Extrem profitierten in der Vergangenheit schon sehr zahlreich Menschen mit Gehbeeinträchtigungen und nicht selten auch mit Schmerzen, Wortfindungsstörungen, Schreibblockaden, Konzentrationsschwäche und so weiter. Das sind keine Versprechungen, das ist die Wiedergabe und Zusammenfassung der real existenten und live über Videos dokumentierten Erfahrungsberichte. Davon gibt es inzwischen unzählig viele. Damit Sie sich ein Bild von der auch für uns teils spektakulären und außergewöhnlichen Impulsgebung durch die Tropfen machen können, folgt nun vor dem eigentlichen Interview einer der bislang spektakulärsten Erfolge mit einem türkischen Parkinson-Patienten aus Gelsenkirchen. Um das Produkt, die Firma und vor allem den Chef zu schützen, haben wir Produkt, Firmen und Familiennamen weggelassen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte unbedingt an die Überbringerperson oder, wenn Sie es auf unsere Kur-TV-Kanal entdeckt haben, bekunden Sie Ihr Interesse bitte über unsere Internetseite www.unsere-kur.com. Sie erhalten dann weitere Informationen. Wir bedanken uns im Voraus für Ihr Interesse und versprechen, der Videoinhalt ist sehr bedeutsam für Therapeuten und Endverbraucher gleichermaßen. Denn Umwelteinflüssen wie einer kaum wahrgenommenen Strahlung sind wir alle ausgesetzt. Schwierig? Okay. Soll ich dir behilflich sein? Ja. So. Alles in Ordnung? Ja. Okay. Wenn du willst, erhol dich ein bisschen. So, 10 Tropfen waren das jetzt. Ist ein süßliches Geschmack, Holunderblütensirup. Schmeckt gut. Ja, das hören wir gerne. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich stehe mal bitte nochmal auf. In die Richtung wieder, damit wir ungefähr wissen. Ja, wenn nicht geht, alles in Ordnung. Soweit versuchen wir, wie es geht. Zurück geht auch. Ja. Also wir haben jetzt auf jeden Fall gemerkt, wir haben jetzt die Strecke fast verdreifacht. Ja. Ja? Merkst du selber einen Unterschied? Ja. Ja? Also auch in der Muskulatur? In der Muskulatur auch. Ja? Okay, super. Das ist jetzt brutal. Ja, Versuch mal deine Hände zu drehen. Merkst du einen Unterschied? Aber geht, ne? Also ist da ist auch ein Fortschritt oder wie würdest du das einschätzen? Ist ein großer Fortschritt. Ja?
Also natürlich, reale Meinung, so wie sich das anfühlt, kannst du das ruhig rausgeben. Das ist 100% ganz anders. Bitte schön, fang an. Richtig stark, Lamit. Richtig stark. Weißt du, was wir machen? Lass uns mal die Strecke, die wir vorher gegangen sind, lass uns die mal nochmal gehen. Und da bin ich mal gespannt, wie es jetzt mittlerweile aussieht mit dem Gehen und was sich alles so verändert hat bei deinem Upload. Bei dem ersten Video bist du ja bis hierhin gekommen. Da werden sich die Leute aus der Community wahrscheinlich erinnern. Und jetzt schauen wir mal, wie weit wir gehen können. Fast 3 Kilometer drauf. 3 Kilometer? Das ist stark, das ist sehr stark. Ey, das freut mich richtig. Ja. Benutzt du ab und zu noch den Rollator, weil du warst jetzt sehr, sehr oft mit dem Rollator unterwegs? Nee, den Rollator benutze ich kaum. Seit wann benutzt du den nicht mehr? Dass ich die Tropfen nehme. Wir stellen quasi durch die Frequentierung, mit der wir unseren Sirup speichern, mit unserer einzigartigen Technologie, stellen wir die optimale Zellkommunikation wieder her. Die gestörte Zellkommunikation bringen wir zu einer optimalen Zellkommunikation. Wir haben als Grundstoff haben wir den Holunder oder die Pflanze Holunderblüte, den Sirup davon genommen. Angereichert mit B6 und B12 Vitaminen. Und das ist das, was inhaltlich drin ist, aber das ist nicht das, worum es eigentlich geht. Das eigentliche Funktionsprinzip beruht auf die einzigartige Technologie, mit der wir unseren Sirup mit einer Ausgleichsfrequenz speichern. Die Grundidee entstand 2008, da war es tatsächlich der Jan Ulrich, wo mich da ein bisschen getriggert hat, weil ich es nicht verstehen konnte, wie solche bekannte Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit stehen, so erfolgreich sind, dennoch zu illegalen Substanzen greifen, damit sie einen Ticken schneller sind und einen Ticken stärker sind. So haben wir uns dann quasi mit meinem Team zusammengesetzt und haben uns überlegt, was wir machen können, so dass wirklich Profisportler ihre Leistung auf natürliche und gesunde Basis abrufen können. Und so entstand die Idee mit den Frequenzen. Wir haben dann quasi 2010 aktiv damit angefangen zu entwickeln. Für mich war extrem wichtig, dass nicht wir den Kunden oder den Sportler überzeugen, sondern dass der Sportler wirklich selber fühlen und spüren kann, dass die Tropfen funktionieren. Und das hat tatsächlich 9 Jahre unserer Lebenszeit in Anspruch genommen, wo ich dann 2019 gesagt habe, okay, jetzt fühlt der Sportler das auch. Und so sind wir dann in den Markt gegangen. Das war relativ schnell, dass wir mitbekommen haben, dass unsere Tropfen nicht nur die Leistung im Sport steigern. Da hatten wir die ersten Profis, ich darf bloß keinen Namen nennen, von VfB Stuttgart haben wir einen Physiotherapeuten gehabt, der das intern für uns getestet hat. Und da war dann die erste Auffälligkeit, dass es hieß, Leistung super, Power super, aber ich hatte Schmerzen im rechten Knie, die sind weg. Das hat ihm sogar schon Angst gemacht, weil wir damals noch nicht auf der Kölner Liste standen und er wirklich gedacht hat, wir haben da irgendwelche Stoffe drin, die nicht erlaubt sind. Aber wie gesagt, ich muss noch mal ganz deutlich erwähnen, bei uns geht es nicht um die Stoffe, sondern hier geht es um Frequenzen.
Highlights haben wir sehr viele, aber die mir persönlich extrem nah ans Herz gehen, sind zwei davon. Das ist einmal der Effe, unser 8-jähriger kleiner Löwe, der extreme Probleme hatte. Der hat das sogenannte Charge-Syndrom, der Probleme mit dem Laufen hatte, der ohne Hilfe 1,5 Meter maximal laufen konnte und danach man ihn quasi festhalten musste schon. Und der nach den Tropfen sofort 20 Meter ohne Hilfe laufen konnte und die Entwicklung über die Wochen, was Feinmotorik angeht, war halt sensationell. Ja. Und der zweite, wo mir auch extrem ans Herz gegangen ist, ist, ich nenne sie immer unsere Sportler, ja. Das ist der Lamjet, der an Parkinson leidet, der am Rollator jahrelang gelaufen ist und ohne den Rollator maximal 1,5 Meter bis 3 Meter, nicht mal, also für mich waren es wirklich 2 Meter maximal, laufen konnte und der nach den Tropfen auch wieder sofort 20 Meter laufen konnte. Aber die Entwicklung innerhalb 2 Wochen war extrem und nach knappen 3 Monaten sind wir mittlerweile bei 3 Kilometer. Und es geht nicht nur um das Laufen, was bei ihm alles verbessert wurde, sondern auch dieses Psychische. Der hatte starke Depressionen, weil er zu mir selber gesagt hat, Eran, ist ja nicht so, dass ich im Gehirn dieses Parkinson habe nur. Ja? Also ich bin jung, aber ich konnte sozial nichts mehr. Ich konnte mit meinen Freunden nicht mehr weggehen, rausgehen, geschweige denn, du hast ja gesehen, wie viele Meter ich ohne Rollator laufen kann. Da will man auch nicht das fünfte Rad sein, wenn die Freunde irgendwo in den zweiten Stock einen Kaffee trinken wollen. Da bin ich gar nicht mit und ich war dann immer zu Hause alleine, habe Depressionen gehabt, Schlafstörungen gehabt und das ist alles weg. Heute kann ich wieder das machen, was ich früher über Jahre nicht mehr machen konnte. Und das heißt natürlich Lebensqualität auf 100% wieder. Also ich muss an der Stelle, wie ich auch immer erwähne, klar und deutlich sagen, wir sind immer noch ein Nahrungsergänzungsmittel. Wir sind kein medizinisches Produkt. Wir machen auch nie Heilversprechen, haben wir auch nie gemacht. Das, was wir machen, sind Testimonials, die wir für uns natürlich festhalten. Und über die Jahre, jetzt von 2019 bis heute, kann ich sehr viele Beispiele nennen, wo die Tropfen nicht nur im Sport, sondern tatsächlich im Krankheitsbereich wie Rheuma, Arthrose-Schmerzen, MS, ALS, Guillain-Barré-Syndrom, Schlaganfall, Alzheimer haben wir extreme Erfolge, die manche Ärzte nicht mal verstehen. Wo wir extrem stark sind, ist genau diese Sachen, wo ich gerade eben erwähnt habe. Ja. Der Schlaf kommt durch die optimale Zellkommunikation. Das passiert, dass die Leute einfach ruhiger und tiefer in den Schlaf kommen. Und das ist auch das, warum die Regeneration extrem stark angekurbelt wird durch unsere Tropfen. Weil letztendlich holt man sich ja die Regeneration im Schlaf. Wenn du einen gestörten Schlaf hast, weil die Zellkommunikation gestört ist, kommst du nicht in den Tiefschlaf. Und somit ist die Regeneration nicht gegeben. Wir tun ja die Sauerstofferhöhung aktivieren durch die Tropfen. Und da wäre es schade, wenn du um 10 Uhr ins Bett gehst, um 22 Uhr ins Bett gehst und um 1 Uhr, 2 Uhr fährt dieses wieder runter. Somit bist du im Normalzustand und dann ist auch wieder die Regeneration nicht so stark gegeben, wie wenn du die Tropfen nimmst. Die 20% sind sofort wieder 100%. Du gehst schlafen, die Muskeln entspannen sich durch die Sauerstofferhöhung, pumpen wir quasi die Zellen voll und deine Akkus werden über die Nacht so aufgeladen, dass du aufwachst und denkst, ich habe gestern gar nicht trainiert. So berichten zum Beispiel ganz viele Sportler, die auf Trainingscamps sind, die sagen, Eran, das, was ich unfassbar finde, ist nach den harten Trainingseinheiten, dieses am nächsten Tag aufwachen, als hat man nicht trainiert. Das feiern unsere Leute. Also ich kann von meinen
von meiner persönlichen Erfahrung berichten. Ich habe 2 Kinder, die sind 6 und 10. Die bekommen die Tropfen täglich, weil Sauerstoff nicht nur im Körper, sondern auch im Gehirn ankommt. Und wir haben festgestellt, dass die Kinder sich besser konzentrieren können in der Schule, beim Turnen eine bessere Balance haben. Und allem voran haben wir festgestellt, dass auch bei Kindern, die Lernschwäche haben, die Eltern uns berichten, dass sie viel besser mit den Kindern arbeiten können, weil sie einfach fokussierter sind. Einen zweiten Vergleich haben wir durch meinen Bruder, der in der Fachhochschule in Aalen seinen Diplom-Ingenieur gemacht hat. Da hat er mir selber berichtet, dass die Studenten dort Ritalin zum Lernen nehmen. Und die haben quasi mit unseren Tropfen angefangen zum Lernen. Und wir haben dort auch wieder festgestellt, für Klausuren, die sie 4, 5 Stunden am Stück sitzen, sie nach 2, 2,5 Stunden schon durch waren. Deswegen kann ich es jedem nur mit Nachdruck empfehlen. Genauso kann ich von meinem Opa reden, der ist 86 Jahre alt. Er hat einen sehr großen Garten und er könnte mit seinen Wehchen ohne die Tropfen maximal 1 Stunde vielleicht im Garten in seinem Alter arbeiten. Er arbeitet locker 4 bis 5 Stunden und ihm geht's sehr gut. Wenn jetzt einer mal zu viel von dem Sirup nehmen sollte oder genommen hat, kann da nichts passieren. Da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Meine Söhne lieben unseren Sirup. Und wenn sie mal eine Flasche in meiner Tasche finden und ich gerade in die andere Richtung schaue, dann ist die Flasche schnell mal ganz schnell leer. Und da ist bis heute aber noch nichts passiert. Wir werden noch ganz viele Produkte entwickeln und rausbringen. Wir haben schon auch einige Produkte fertig entwickelt, mit denen wir noch nicht werben wollen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir im Moment im Bereich Nahrungsergänzungsmittel sind. Wir aber mit der Technologie im Bereich Alternativmedizin, im Bereich Kosmetik, im Bereich Agrar, im Bereich Veterinär auch ganz viele Produkte, sehr tolle Produkte haben und haben werden. Also wir sind ein Made in Germany Produkt. Wir produzieren alles in Deutschland. Wir haben in Deutschland durchgestartet. Mittlerweile sind wir auch in der Schweiz und in Österreich, wo wir liefern. Wollen aber das Ganze natürlich erst einmal europaweit vernetzen und dann raus weltweit das Ganze komplett vernetzen. Ich empfehle den Balance-Test nur aus einem Grund, damit die Menschen sofort nach der Einnahme fühlen und spüren können, dass unsere Tropfen funktionieren. Das Problem ist, dass die Erwartungshaltung sehr groß ist und wenn man die Tropfen dosiert im Sitzen, ohne Belastung, dass da kein Effekt zustande kommt. Unsere Tropfen funktionieren nur auf Belastung. Oder man hat Handicaps, die einen beeinträchtigen, sei es jetzt im neurologischen Bereich oder im Bereich Schmerzen, wo dann der Kunde, Sportler, ich nenne sie Sportler, wirklich das Ganze auch fühlen können nach der Einnahme. Deswegen empfehle ich, die Vorher-Nachher-Tests zu machen. So, Angelika, einmal Balance-Test, zweimal Power-Test und einmal lasse ich dich Squats machen. Da tue ich keine Kraft einwirken lassen, da weiß ich, was passiert, aber ich möchte, dass du uns erzählst, was da nach den Tropfen anders ist. Und einmal eine Schulterübung, wo wir einfach gucken, was da oben rum passiert. Okay? Ganz gut. Einfach. Beide Beine zusammen, Arme auf Gleichgewicht halten. Das Bein, wo du anhebst, da werde ich natürlich stören. Nochmal, nochmal. Ich werde jetzt hier Druck aufbauen. Ich nehme immer den als Referenzpunkt den Mittelpunkt hier. Mhm. Und du versuchst ganz stramm dagegen zu halten. Okay? Okay? Bein hoch. Nochmal. Das machen wir 2, 3 Mal, damit dieses Placebo-Effekt weg ist. Und achte mal drauf, wie stark ich hier drücke. Okay? Nochmal.
Nicht nachgeben, wirklich Spannung aufbauen. Okay, ich kann auch mal so drücken. Okay? Okay. Beide Beine zusammen, die Handfläche einmal seitlich so aufmachen. Ich werde jetzt senkrecht nach unten drücken. Zieh mich bitte nicht nach links oder versuche mich nicht zu lupfen, aber versuch so stramm wie möglich hier dagegen zu halten. Okay? Okay. Nochmal. Richtig stabil versuchen zu halten. Okay. So, letzte Übung. Arme nach hinten. Hier geht es jetzt um die Rückenmuskulatur. Mal die Arme runterlassen. Ich werde jetzt hier senkrecht nach unten drücken. Nicht nach vorne lupfen, aber versuchen auch wieder ganz stramm zu stehen. Okay? Nochmal. Mal konzentriert und richtig hart versuchen zu stehen. Okay. Okay, Knieprobleme? Mit den Knie nicht. Okay, dann 2, 3 Squats machen und dir dabei die Belastung merken. Nochmal, soweit es geht. Einfach 3, 4 Squats und die Belastung mal merken. Okay? Gut. Schulterprobleme? Leicht. Okay. Auf der linken Seite. Die Hände nicht drehen, gerade. Okay. Und langsam die Schultern nach oben lassen. Ist das Maxi? Mhm. Merkt ihr die Belastung? Tut es weh? Es geht. Okay, auf welcher Seite? Links. Okay, runter. Dosierung sind 10 Tropfen morgens, 10 Tropfen abends. Wichtig sind 2 Sachen beachten. Nie die Tropfen in irgendwelche Flüssigkeiten reintropfen. Direkt nehmen und 15 Minuten danach nichts trinken. Okay. Danach alles wie gewohnt. Gut. Los geht's. Runterschlucken. Wie schmeckt's? Lecker. Gleichgewicht. Und los geht's. Runterlassen. Beide Beine zusammen. Handfläche auf. Und festheben. Wahnsinn. Beide Beine zusammen. Nicht nach vorne lupfen und wieder fest. Wichtig ist nach der ersten Anwendung, dass man sich 10, 15 Schritte bewegt, damit die Sauerstoffaufnahme kurz pushen kann. Okay? Mhm. Einmal bitte vorlaufen und zurück. Ja, unglaublich, aber wahr. Gott sei Dank. Beide Beine zusammen. Wieder Gleichgewicht. Jetzt sollte das ein bisschen stabiler sein hier. Okay, beide Beine zusammen und hier wieder festheben. Okay, und hier wieder. Lassen wir mal die Drückerei. Mach mal jetzt bitte Squat und sag uns mal, wie sich das anfühlt. Die Hände nicht rausdrehen. Langsam, konzentriert wieder. Und jetzt langsam mal die Arme hochlassen. Was ist mit dem Schmerz auf der linken Seite? Nix. Wie fühlt sich das an und hat man das erwartet? Wie kannst du uns das beschreiben mit deinen Worten? Also ich habe das nicht erwartet. Ich habe schon einige Videos gesehen. Ich war jetzt total neugierig, weil vor drei Jahren hatte ich Lungenentzündung. War die Oberschenkelmuskulatur durch. Die war durch. Also das Squats unmöglich. Mhm. Und ja, auch mit der Schulter, das ist... Wir haben im Moment 30% an Leistung. Tag 1 ist 30%. Der Körper braucht 7 bis 10 Tage mindestens, bis er die komplett neue Frequenz annimmt. Das heißt, wichtig ist, dass wir die Frequenz jetzt nicht stören. Das heißt, morgens und abends dosieren. Pro Dosierung hält Minimum 12 Stunden. Deshalb ist es wichtig, dass wir wirklich morgens, abends dosieren, 24 Stunden beibehalten, sodass der Körper merkt am zweiten Tag über die Nacht, hey, durch die Sauerstofferhöhung, die Zellen werden besser versorgt. Der Körper merkt, das Ding tut mir gut, zweiter Tag 40%, dritter Tag 50%. Also die ersten 7 bis 10 Tage ist schon faszinierend, was man so miterleben darf. Und danach geht es eigentlich so in die Stabilisationsphase. Ja. Wir freuen uns auch.
So, Name? Gerhard. Gerhard. Also, gleiche Test, einmal Balance, zweimal Power, einmal Squat und einmal eine Schulterübung. Beide Beine zusammen, Arme auf, Gleichgewicht halten. Die Seite, dann nehmen wir natürlich die Seite und jetzt so richtig stramm dagegen halten wir da. Nicht nach links, einfach nur stramm stehen. Nochmal. Nochmal, zwei, dreimal. Und auch mal drauf achten, wie stark ich hier. Okay, nochmal. Okay. Beide Beine zusammen, die Handfläche wieder seitlich auf. Hier so. Ich drücke jetzt senkrecht nach unten, nicht versuchen nach links zu lupfen, aber versuchen stramm zu halten. Nochmal. Richtig konzentriert mal. Okay. Letzte Übung, Rückenmuskulatur, vielleicht so ein bisschen rausdrehen, genau. Handfläche auf. Die Beine zusammen. Beide Beine zusammen, genau. Handfläche auf. Nochmal, mal konzentriert wieder, richtig stramm halten. Nochmal. Okay. Auch mal ein paar Squats machen. 3, 4. Knieprobleme? Keine? Nö. Okay, sehr gut. Da habe ich Probleme. Okay. Ah, nicht so schnell. Schön langsam, so dass du das nachher auch mal fühlen darfst. Genau. Okay. Schulter. Geht. Die Hände nicht drehen. Gerade. Langsam. Mal die Arme hochlassen. Nicht rausdrehen. Nochmal, wie ein Flügel, gerade, genau. Okay, Problem bist du auf der Seite, oder? Okay, mal die Spannung merken. Und auf. Wie schmeckt's? Beide Beine zusammen, mit der Gleichgewicht. Ja, rechts. Mhm. Bein hoch. Festhalten. Okay. Beide Beine zusammen. Jetzt hier wieder festheben. Mag schön rausdrehen hier so ein bisschen, genau. Hier wieder fest. Mach mal jetzt bitte deine Squat oder. Beweg dich mal einmal. Okay. Reicht schon. Mach mal jetzt dein Gleichgewicht kurz nochmal. Das war mir vorhin immer noch zu schwach. Jetzt ist gut. Okay, mach mal jetzt bitte deine Squats und sag uns mal, wie sich das anfühlt. Beinmuskulatur ist eine große Partie, da merken es die Leute natürlich am meisten, deswegen sind unsere Fußballer begeistert, was das angeht. Ja, die Hände nicht rausdrehen wieder, gerade und jetzt mal die Arme nochmal hochlassen. Ja, vorhin hast du so ein bisschen Was hattest du mit deiner rechten Hand, was du vorhin zeigen wolltest? Handgelenk verstaucht beim Sturz. Aha. Wie fühlt sich das gerade an? Tut schon weh. Ja. Da mal drauf achten, was die nächsten 7-10 Tage passiert und uns mal berichten. Mache ich. Unbedingt. Wie kannst du es selber kurz beschreiben? Wie fühlt es sich an? Also die Kniebeugen waren wahnsinnig leicht, das kenne ich nicht, habe ich noch nie das Gefühl so gehabt. Okay, schön. Die Stabilität ist erstaunlich, sehr erstaunlich. Erwartet man das, obwohl man ja schon ein bisschen bewusst an die Sache rangeht, erwartet man das in dem Ausmaß? Nö. Nicht, ne? Ich habe ein spezielles HRV-Gerät, wo wir viele Parameter bestimmen. Und ich konnte feststellen, dass die Gesamtenergie höher ist und dass auch die eine gewisse Entspannung stattfindet. Das heißt, der Stresslevel ist einfach viel weniger.
Also zunächst habe ich natürlich die Tropfen an mir ausprobiert. Ich konnte feststellen, dass ich einfach fokussierter war. Also in den nächsten 3-4 Tagen danach habe ich jeweils so eine halbe Pipette genommen, morgens und abends und manchmal auch mittags. Und ich konnte feststellen, dass ich mit meinen Gedanken klarer war, dass ich fokussierter war. Ich konnte mich auf meine Arbeit besser konzentrieren. Das war für mich so erstmal die wichtigste Erkenntnis dabei. Ich war natürlich neugierig, weil ich schon viele positive Reaktionen auf die Tropfen gehört habe. Dann hat mir eine Kollegin erzählt, sie hat da so ein Rückenproblem. Und dann bin ich natürlich gleich hellhörig geworden. Habe dann dieser Kollegin die Tropfen gegeben. Und ich sage, nimm mal die Flasche mit nach Hause und dann nimmst du sie und dann sagst du mir einfach, wie es dir geht. Und am nächsten Morgen hat sie mir eine WhatsApp geschickt und hat gesagt, ich brauche noch zwei Flaschen. Dann habe ich gesagt, zurück, ja, du hast doch von mir eine bekommen. Ja, die habe ich schon ausgetrunken. Ja. Also die hat die ganze Flasche genommen, ausgetrunken. Ja, also für mich ist es eine Bestätigung. Ne? Auch in Fachkreisen kann man sowas tatsächlich einsetzen. Und ich habe auch schon für mich so eine Erklärung, wie diese Tropfen wirken. Das heißt, ich beschäftige mich ja auch mit medizinischer Physik oder physikalischer Medizin, wie man das auch immer nennen will. Ich kenne mich mit den Schwingungen aus, mit den elektromagnetischen Feldern und wir arbeiten ja auch dagegen. Ja? Wir haben natürlich auch, wir müssen den Fokus darauf haben, wenn wir über ganzheitliche Gesundheit sprechen. Also die Zellen haben heutzutage auch einen sehr großen Stress durch die falschen Frequenzen. Ja? Also wir müssen uns vorstellen, wir haben natürlich im häuslichen Bereich schon sehr viele Aussender von elektromagnetischen Feldern. Und wir bemühen uns natürlich auch, die Handystrahlung so gut es geht zu reduzieren. Wir haben aber nicht nur das, also wir leben in einer Umwelt, die ja für uns nicht so positiv ist. Und die Zelle hat sehr viele eigene Frequenzen und die Zelle hat sehr viele sozusagen Oszillatoren, die Abläufe innerhalb der Zelle regulieren. Und darum geht es ja. Wir müssen dafür sorgen, dass die Zelle wieder ihre eigenen guten Frequenzen bekommt. Und ich kann mir vorstellen, dass das die wirkliche Wirkung ist. Ich beschäftige mich schon länger damit, wie wir mit der Strahlenbelastung fertig werden, wie wir diese sehr ungünstige Beeinflussung unserer Gesundheit durch elektromagnetische Felder reduzieren können. Das ist im Schlafplatz, es ist eigentlich überall. Und ich habe in 2016 mal war ich Versuchsperson und wir haben in meinem Auto die Strahlenbelastung in einem modernen Auto mal gemessen, wenn man fährt und diese ganzen Gimmicks einschaltet, wie zum Beispiel WLAN. Und wir haben gesehen, das ist halt wir haben ein EEG gemessen und das ist ein transportables EEG gewesen. Und wir konnten sehen, wie die Gehirnwellen sich verändert haben. Und schon allein, wenn man einem Funkmast vorbeifährt oder wenn man eben verschiedene Dinge im Auto ein- und ausschaltet. Und letztendlich ist ja die Idee, wir können ja nicht überall irgendwas draufkleben, um diese Strahlenbelastung zu reduzieren. Das wäre ideal, wenn wir diese Reduktion in unserem eigenen Körper durchführen könnten. Das wäre das Optimum. Und ich hatte auch die Idee, das mal zu machen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, dass wir die Tropfen mal ausprobieren und mal schauen, wie sich das EEG verändert, wie sich die Hirnströme oder Hirnwellen dann entsprechend verändern. Ich habe die Möglichkeiten dazu. Meine Partner haben eine große neuropsychologische Praxis und da können wir ohne Probleme Messungen machen. Im Auto war die größte Belastung, dass ich in meinem eigenen Kopf Gamma-Wellen erzeugt habe. Ja? Gamma ist immer ein Ausdruck von Stress. Und ein Gamma-Zustand in einer Hirnzelle bedeutet auch einen sehr hohen Energieverbrauch.
Und das führt natürlich auch zu Ermüdung. Das heißt, also wenn ich mein Auto nicht entstört habe, ich habe mein Auto entstört, kann ohne Probleme 1000 Kilometer fahren. Aber wenn ich das nicht mache, dann wäre ich schon nach 400 Kilometern müde. Ich weiß, das können die meisten nachvollziehen. Und genau das ist das Problem. Unser Gehirn leidet nachher unter Energiemangel. Also man konnte in diesen EEG-Messungen deutlich sehen, dass die Gehirnhälfte, die dem Spiegel, dem Innenspiegel am nächsten war, dass die am meisten belastet war mit Gamma-Frequenzen. Das heißt also, da war der Stress am höchsten und natürlich auch der Energieverbrauch am höchsten. Und ein erhöhter Energieverbrauch führt über kurz oder lang zur Erschöpfung. Also ich habe mir die Zusammensetzung der Tropfen angeschaut. Die empfohlene Einnahmemenge, Dosierung sind ja 2 × 10 Tropfen. Das ist total unbedenklich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeine Kontraindikation geben könnte. Und auch es besteht gar keine Gefahr der Überdosierung. Ich kann also mehrere Flaschen am Tag trinken, ohne irgendwas Schlimmes befürchten zu müssen.